Herzlich willkommen zu den Games World Daily News am, was ist heute, Dienstag? Dienstag. Ist erst Dienstag. 1. August ist heute. Mit dem Kang in Vertretung für den Simon und Kang. PlayStation Now. Der Streamingdienst wird womöglich bald Teil von PlayStation Plus werden. BioWare, nach Kritiken an Mass Effect Andromeda, löst EA das BioWare-Studio auf. Escape from Tarkov Hardcore-Shooter startet offiziell in die Closed Beta. Und alle Battlefield 1-Fans dürfen sich freuen, denn die Game of the Year Edition mit allen DLCs ist offenbar in Kürze erhältlich. Mhm. Ziemlich spannend. Starten wir mit PlayStation Now, das ist ja dieser Streaming-Dienst. Und der wird in Deutschland womöglich Teil von PlayStation Plus werden. Bisher ist der Dienst, mit dem sich bereits hunderte PlayStation 3 und PlayStation 4 Spiele auf anderen Geräten, darunter auch Windows-PCs, streamen lassen, in Deutschland noch nicht verfügbar. In Großbritannien, da sieht es anders aus, da ist der Service schon am Start, kostet aber rund 6 Pfund im Monat. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte PlayStation Now in Deutschland aber für alle PS Plus Abonnenten dann kostenlos sein. Und ein Hinweis darauf könnte die geplante Preiserhöhung des Online-Dienstes sein. Die Jahresmitgliedschaft bei PlayStation Plus wird ab dem 31. August in Europa rund 60 Euro statt zuvor 50 Euro kosten. Der Brancheninsider Tidux heizt die Spekulationen ebenfalls an. Und via Twitter hat er mitgeteilt, dass ab PS Plus Abonnenten zusätzlich zu den bisherigen Gratisspielen pro Monat Zugriff auf 2 PS Now Titel bekommen. Ja, er rechnet damit irgendwie, dass so es 2 PlayStation 4 Spiele sind, die dann PS Plus Abonnenten kriegen, 2 Filme und 2 von diesen PlayStation Now Titeln dann eben ab dieser Preiserhöhung Ende August. Wir sind mal gespannt, ob der Service denn endlich dann in Deutschland startet. Ist jetzt schon eine Weile in der Beta auch hierzulande. Und wie sich das dann schlagen wird, das erfahren wir dann, wenn es soweit ist. Kommen wir zu BioWare. Es gibt traurige, ja, mehr traurige Nachrichten als gute. EA hat das Mass Effect Studio BioWare Montreal aufgelöst. Das hat Blake Jorgensen, der Boss von EA, gestern im Rahmen einer Investorenkonferenz bekannt gegeben. Demnach wurde das Mass Effect Team in das von Entwicklerin Jade Raymond geleitete Studio EA Motive integriert. Dort wird derzeit an Star Wars Battlefront 2 gearbeitet. BioWare Montreal hatte ungefähr so an die 100 Mitarbeiter, wie ich das gelesen habe. Und von denen sind so gut wie alle eben jetzt da untergekommen. Jetzt schaut es halt schlecht aus für Mass Effect Fans, weil eine Story-Erweiterung oder andere DLCs oder gar eine Fortsetzung von diesem BioWare Montreal Werk, die steht es halt relativ schlecht, wenn es das Studio nicht mehr gibt. Und zur Zukunft der Sci-Fi-Reihe äußerte sich Blake Jorgensen leider nicht. Und in Montreal baue man derzeit ein neues Studio auf. Dazu haben man rund 100 Leute, wie du schon bereits gesagt hast vorhin, rund 100 Leute eingestellt, die noch nie zuvor für EA tätig waren. Neben der Montreal-Tochter verfügt BioWare noch über 2 weitere Sitze. In Edmonton wird derzeit an Anthem und Dragon Age gearbeitet. BioWare Austin war zuletzt verantwortlich für Star Wars The Old Republic. Mhm. Ziemlich traurig, aber sie bauen ein neues Studio auf. Ein neues Studio ist halt auch immer so die Hoffnung an für neue, großartige Titel, neuer, die dann da vielleicht Wind. Kommen. Frischer Wind, genau, ja. Wenn die Leute noch nie für EA gearbeitet haben, ob das jetzt was Gutes, ob die jetzt was Gutes oder was Schlechtes erwartet, das ist halt immer so die Frage. Aber EA hat ja für seinen Ruf in letzter Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich auch schon ziemlich viel Positives wieder getan. Da vergisst man schnell, dass es vor ein paar Jahren noch der schlimmste Arbeitgeber aller Zeiten war. Was? Tatsächlich wurde mal für EA ausgerufen. Yep. Escape from Tarkov startet in die Closed Beta. Seit gestern ist es offiziell, seit gestern dürft ihr zocken. Rund ein Jahr nach dem Alpha-Test geht Entwickler Battlestate Games damit einen Schritt weiter in Richtung Fertigstellung, in Richtung Finalisierung. Die Testphase ist aber nur für die Spieler zugänglich, die sich quasi schon vorher eingekauft haben. Also es gibt verschiedene Vorbestellerpakete. Und die müsst ihr halt erworben haben. Günstigste Version mit garantiertem Beta-Zugang kostet rund 40 Euro. Könnt ihr auch noch tun auf der Escape from Tarkov Homepage. Auf Steam gibt es das leider noch nicht. Da könnt ihr euch aktuell auch noch einkaufen. Abhängig vom Kaufdatum erhalten Spieler nach und nach dann eine Einladung, um eben an der Beta mitspielen zu können. Und im Spiel erkundet ihr dann verschiedene Gebiete in einem osteuropäischen Setting und grast diese einfach nach Loot ab. Dabei wird Realismus großgeschrieben und zwar, wenn ihr nämlich sterbt, verliert ihr nämlich die ganze Ausrüstung. Waffenschaden und Waffenfeeling fühlen sich sehr authentisch an und in der Closed Beta steht euch neben den
den drei aus der Alpha bekannten Maps auch das bisher größte Gebiet an der Küste zur Verfügung. Einige Balanceveränderungen an bestehenden Teilen des Titels sowie neue Bereiche zum Erkunden sind ebenfalls im Update enthalten. Ja. Cooles Spiel auf jeden Fall für alle Waffenfans. Das ist ja ultra krass, was du da aus deinen Waffen machen kannst. Du kannst an jedem Teil der Waffe, egal ob es der Abzug ist oder der Lauf oder die Mündung und so, du kannst alles verändern eben dran. Ziemlich geil für Leute, die auf Waffen stehen eben, aber halt auch, es wird so ein bisschen gehandelt als das neue Stalker. So Stalker als MMO eben, du gehst in verschiedene Bereiche rein, suchst da nach Waffen und musst dann den Ausgang finden, heißt der Escape vom Tarkov, mit diesem Permadeath-Feeling und anderen Spielern, die eine Bedrohung darstellen, aber auch NPCs, die eine Bedrohung darstellen. Wer darauf Bock hat, auf jeden Fall mal reinschauen. Wir werden auch versuchen, die Woche noch was dazu zu machen. Wir haben unseren Beta-Zugang bisher leider noch nicht gekriegt, sonst würde ich euch das gerne am Donnerstag auch im Stream mal zeigen, dieses wunderbare Spiel. Zur Not spielen wir Battlefield 1. Überleitung. Perfekte Überleitung. Ja, in Kürze gibt es wohl eine Game of the Year Edition von Battlefield 1 mit allen DLCs. Jetzt werden vielleicht Battlefield 1 wieder ran. Ein bisschen hellhörig, ja, da kommen wir gleich dazu. Amazon Frankreich hat dieses Bundle eben gelistet. Battlefield 1 Revolution Edition heißt es, soll für rund 60 Euro bereits am 22. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Mittlerweile ist dieser Eintrag, so schnell wie er aufgetaucht ist, auch wieder verschwunden oder entfernt worden. Und jetzt zum spannenden Punkt, neben dem Hauptspiel sind auch alle vier DLCs enthalten. Interessant, denn bisher hat EA lediglich eine einzige der bisher vier geplanten Erweiterungen eben veröffentlicht. Der zweite DLC ist erst für den September geplant. In the name of Tsar ist es, ne? Mhm. Und dementsprechend dürften sich die Daten wohl kaum auf der Spieledisk befinden. Der Sinn einer so frühzeitigen Game of the Year Edition ist daher ziemlich fraglich. Zudem plant EA Battlefield 1 noch in diesem Jahr ins EA Origin Access Programm zu integrieren. Könnt ihr die Grundversion quasi dann alle umsonst zocken und eine Game of the Year Edition mit zwei veröffentlichten DLCs, ob es das so wirklich bringt, ist die Frage. Ob das Ganze natürlich echt ist, ist natürlich auch noch dahingestellt. Bisher hat sich EA dazu noch nicht geäußert, aber es ist vermutlich so, dass es wohl irgendwie sowas geben wird, so ein Bundle. Aber mittlerweile ist Season Pass doch gang und gäbe, ja, dass Game of the Year Editions nicht alle DLCs enthalten. Ist jetzt halt die große Frage, ob das dann die Leute kaufen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall anschauen solltet ihr unsere Videos, unter anderem die Monatsvorschau für PC und Konsolen im August, falls ihr noch auf der Suche nach neuem Zockerfutter seid. Dann stellen wir euch die spannendsten und wichtigsten Titel für den August kurz vor jeweils. Ist ein ziemlich langes Video geworden. Unter anderem mit dabei, der August wird aber richtig geil eigentlich. Der wird krass. Unter anderem mit dabei sind Uncharted Lost Legacy, Hellblade, Senua's Sacrifice, auf das ich persönlich mich sehr, sehr freue. Und auch Ark Survival Evolved. Wir haben aber auch was zu Gran Turismo Sport, denn der Chris hat nämlich die GT Sport Entwickler in Japan besucht und jede Menge Videos mitgebracht. Unter anderem stellt er euch alle Wagen der verschiedenen Kontinente vor und zeigt euch schon mal vorab ein paar Strecken. Highlight für alle PS4-Besitzer, die auf Rennspiele stehen, Gran Turismo Sport auf keinen Fall verpassen. Und jetzt kommen wir zu euch, zu unserer heißgeliebten Community! Gestern haben wir gefragt, in welchem Setting oder welche Wünsche habt ihr für Battlefield? Wünscht ihr euch einen reinen Multiplayer-Titel? Wünscht ihr euch einen reinen Singleplayer-Titel? Wünscht ihr euch einen Weltkriegs-Shooter, einen Sci-Fi-Shooter, einen modernen Militär-Shooter oder vielleicht was ganz was anderes? Die Antworten waren wie immer sehr, sehr zahlreich. Bubba Sparks zum Beispiel schreibt, eine gute Story-Kampagne, die lange dauert, nicht wie bei Battlefield 1, war arg zu kurz, hatte da ungefähr 14 Stunden Spielzeit. Typische WW1 und 2 muss nicht sein, gab es schon so viele Spiele, so in der Kolonialzeit, 30-jähriger Krieg, Römer und Germanen, die napoleonische Zeit, das wäre wirklich interessant. Das würde mich auch mal interessieren, wie sie das umsetzen wollen. Im gleichen. Einmal schießen, eine Dreiviertelstunde nachladen und dann nochmal schießen. Klar, warum nicht? Aber ist cool. Es wäre auf jeden Fall mal was Frisches. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, glaube ich, dass die Battlefield-Entwickler so weit zurückgehen. Es war ja beim Ersten Weltkrieg jetzt schon so die Frage, so, oh, ist das nicht, wird da nicht alles langsam und langweilig? Man hat gesehen, nee, es funktioniert. Es ist auch für ein Battlefield auch ein relativ schnelles Shooter-Gefühl mit dabei. Und was schreibt der McOne Racer? Also, gegen ein Bad Company 3 hätte ich nichts dagegen. Es soll aber, wenn dann, ein Zukunftssetting sein. Auf Story und Multiplayer hätte ich gleich viel Bock, solange es gut umgesetzt wird.
Bad Company stand auch bei der letzten Enthüllung von Battlefield ganz oben auf der Wunschliste von Fans. Man erinnert sich, hat ja immer so eine eher lustige Handlung gehabt und man konnte einfach alles zerstören. Und das war halt richtig geil an Bad Company, dass da viele Leute auf einen dritten Teil hoffen. Ist dann auch dementsprechend klar. Petja Blackhoff, der schreibt, wäre cool, wenn sie mal einen Shooter machen würden mit nur einer Singleplayer-Kampagne. Aber dass sie jeden Mann dran setzen an die Kampagne, sodass man von der noch nach Monaten drüber spricht. Coole News von euch, schaue ich euch jeden Tag, freue mich auch richtig drauf, nach der Arbeit euch zu schauen. Macht weiter so und danke. Bitteschön. Ja, ein reines Singleplayer-Battlefield, das wäre natürlich richtig genial. Wird aber wahrscheinlich nicht passieren, weil ja, Battlefield-Multiplayer-Community ist so groß einfach. Aber trotzdem spricht ja nichts dagegen, dass sie mehr Leute an den Singleplayer setzen diesmal. Vielleicht keine Kriegsgeschichten mehr machen, die jetzt auch nicht so toll angekommen sind, sondern mal wieder eine richtig vollwertige, lange, allumfassende Shooter-Kampagne. Ist Petja Blackhoff wirklich ein Mann? Weiß ich nicht, das musst du ihn persönlich fragen. Oder sie? Musst du... es ist auf jeden Fall ein Profilbild von Geralt von Riva. Kann jetzt natürlich auch alles heißen. Ja. Von daher. Jens Bindel schreibt, ich als SF-Fan würde mir ein SF-Szenario wünschen, aber das wird nicht kommen. Man denke an die Reaktionen auf das letzte COD. Allerdings wäre eine fiktive Handlung nicht schlecht, vielleicht Dritter Weltkrieg in den 80ern, natürlich ohne Atomwaffen oder in einer Welt, in der die Geschichte einen vollkommen anderen Verlauf genommen hat. Ähnlich wie bei Wolfenstein, allerdings ohne dies zu kopieren. So eine Alternate Reality Geschichte. Wäre schon auch richtig geil. Ja, so Neo Tokyo vielleicht so? Und dann irgend sowas, ja. Auch so ein bisschen in die Cyberpunk-Richtung vielleicht. Das ist ja auch zurzeit, wird es ja ein sehr beliebtes Genre wieder mit Cyberpunk 2077 einerseits und auch dem neuen Blade Runner-Film, der auch demnächst in den Kinos landet, soweit ich informiert bin. Kathodis schreibt, könnt ihr mir gut vorstellen, dass sie, je nachdem wie gut Call of Duty World War II einschlägt, ebenfalls auf das Zweite Weltkriegssetting zurückgehen. Würde mir persönlich sehr gefallen. Mit dem modernen oder gar zukünftigen Setting konnte ich nie was anfangen. Mittelalterliches Setting stelle ich mir eher schwer vor. Da würde der Fokus wohl zu sehr auf Nahkampf liegen, da es wirklich schlagkräftige Fernwaffen einfach noch nicht gab. Armbrustbogen, Schleuder, Katapulte. Mehr fällt mir da auf Anhieb nicht ein. Natürlich noch der Speer, den hast du vergessen. Aber lustig wäre es, wenn man am Anfang die Steinschleuder als Anfangswaffe bekommt und man haut immer nur so ein HP weg. Oder so, also immer so ping, 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 ping. So wie bei diesem CS-Spielmodus, wo du jede Waffe mindestens einmal spielen musst und einen Kill mit einer Waffe machen musst und dann kriegst du die bessere und dann kriegst du wieder eine bessere. Ah, ja, das ist auch cool. Also das wäre natürlich auch lustig. Eigentlich genau das Gegenteil vom Insta-Gib-Modus. Aber ein mittelalterliches Online-Spiel mit Multiplayer, ja, das nannte sich For Honor und wir alle wollen nicht mehr drüber reden. Ja, und kaum einer will es spielen. Die meisten Leute spielen einfach Skyrim oder so, oder? Dann wahrscheinlich. Ja, es hat ja keinen Multiplayer, keinen Competitive Multiplayer-Modus. Hast recht. Also, Ukartet, so ein richtig böses Bad Company wäre was. Aber ich glaube nicht, dass sie dieses Gameplay so nochmal hinbekommen. Battlefield wurde in den letzten Jahren immer schneller und die Zerstörung wurde immer weiter zurückgefahren. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann bezweifle ich, dass es noch ein BF gibt, was mich begeistert. Ach ja, 3000 Abonnenten, das heißt, es gibt bald ein richtiges spezielles Special? Oh ja, wir arbeiten da an etwas sehr Interessantem für euch vielleicht auch. Hat ein bisschen was mit der Gamescom so zu tun. Einerseits mit unserer Redaktion, als auch mit der... Du weißt es doch, du bist so überrascht. Andererseits natürlich auch mit unserer Redaktion und der Gamescom. Vielleicht schicken wir den einen oder anderen ja auf die Gamescom an einem Tag, an dem man sonst nicht auf die Gamescom kommt. Weil viele von euch ja sich beschwert haben, dass es so viel Gedränge ist. Da haben wir mal geguckt, was es so zu tun gibt. Gamescom ist ja ein Medienpartner von uns. Und da haben wir einfach mal ganz frech angefragt und gesagt, wie schaut es denn aus? Können Leute am VIP-Tag mit uns auf die Gamescom kommen? Und es sieht sehr, sehr gut aus, dass wir das hinkriegen. Ja, alle Infos dazu dann demnächst. Es wird ein eigenständiges Video, also da gibt es dann auch nochmal alle Infos, wie ihr dran teilnehmen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und denkt natürlich wie immer an den Daumen, gib den haben Kang. Den haben wir doch gar nicht da, den großen Daumen. Den großen Daumen haben wir nicht, ne. Nee, schade. Den sollten wir mal wieder auspacken. Ja, aber wir könnten... Den musst du aber vorher putzen, den großen Daumen. Ach so, ich dachte jetzt, wir ziehen uns jetzt beide aus. Egal, gut. Das möchte niemand sehen, dafür sehen wir uns morgen wieder bei den News. Macht's gut.